Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Circa 800-900 Leute haben sich zum Heimabschied der SSVG in der Regionalliga heute eingefunden in der IMS Arena. Und jetzt kann es losgehen. Ja, jetzt kann es losgehen. Seleschuss stößt an. Der SC Wiedenbrück in Weiß von links nach rechts und Felbert in Blau von rechts nach links. Ordentlich im Etat an den Start gegangen. Deshalb bin ich zumindest nicht verwundert vom Klassenerhalt des FCG. Aber das ist auch ein schöner Farbtupfer in der Liga. Jetzt erstmal Domröse. Legt den Ball schön auf den Elfmeterpunkt zurück. Und der Abschluss von Jan-Lukas Lier. Eigentlich in Nummer 2. Hatte ja in der vergangenen Saison zeitweise Hölscher verdrängt. Schauen wir jetzt auf Hilger. Gut von Robin Hilger. Kaya. Yassin Kaya muss abschließen. Kaya am Pfosten! Gutes Gegenpressing, gutes Dribbling, guter Abschluss. Erste Riesenchance. Schiebener. Mit Offensivdrang. Mehlig, links wäre wieder Kaya. Versucht's direkt. Beermann im Nachfassen. Parallel hat Oberhausen das 1:0 erzielt gegen Wegberg. Moritz Stoppelkamp. Aber jetzt erstmal Kerkemeier nach Zuspiel Pannewich gegen Schiebener. Das ist ein klares Handspiel und das ist natürlich Elfmeter. Ja klar. Wo hält er denn da die Hände? Das ist in 10 von 10 Fällen Elfmeter. Da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. 24. So, wir kriegen die Wiederholung. Kerkemeier. Ja, also, ja, was soll ich euch sagen? Also, klarer wird's nicht. Macht Aboagi sein 5. Saisontor. Philipp Aboagi. Letztes Dunk. Aber er kann das 0:1 nicht verhindern. 24. Minute. Philipp Aboagi. Gar nicht so schlechter Elfmeter. Lenz ist dran, hat Pech. Und der Ball schlägt ein. Kaya. Schneller als Hüning. Der will dringend eine gelbe Karte haben. Kaya sagt, die kriegst du später. Guter Ball. Diallo. Cello Diallo. Auf Platz. 37. Ein bisschen aus dem Nichts. Aber diese Energieleistung Yassin Kaya macht diesen Treffer möglich. Saisontor Nummer 5 für Cello Diallo, der den Klasse platziert. Die Wiederholung steigt fast schon zu spät ein, weil dieses überragende Dribbling von Yassin Kaya eigentlich mindestens 50% dieses Tores sind. Pannewich oder Aboagi. Mats Pannewich. Der stark und der ist nicht drin. Riesenparade. Hab sofort zum Assistenten geguckt. Um die Mauer rum. Und Lenz im Verbund mit dem Pfosten. Danach das Foul von Seleschuss. Domröse. Das ist alles nicht mit der nötigen Schärfe. Pannewich. Vielleicht wird daraus dann doch noch was. Lier mit Aboagi. Philipp Aboagi. Machtemis legt sich hin und das ist die Latte. Pannewich, der wahrscheinlich noch nicht bei 100% ist. Und das sieht man auch. Jetzt wieder Kaya. Kaya, Luca Beermann. Philipp Aboagi. Ein Standardtor hat er. Aboagi. Freistöße kann er. Lenz nicht mehr dran.
Busowski jagt da den Ball hinterher. Und da jagt Busoli den Ball hinterher. André Busoli. Busoli! Tor! In Lippstadt steht es noch 0:0. Die Ecke kommt, das Tor, nee, doch, nee. Joey Gabriel, der sah von hier aus so aus, als würde der Richtung Tor fliegen. Noch immer läuft das Spiel in Paderborn, in Lippstadt gegen Paderborn. Noch immer steht es 0:0. Pannewig, Mats Pannewig, super zurückgelegt und aus der Linie. Joey Gabriel. Uerdingen aktuell Dritter mit 52 Punkten. Danach Germania Ratingen mit 50 Punkten. Die haben die Lizenz auch beantragt. Heißt, wenn die Dritter werden, dann ist es genauso vorbei für Felbert. Und gleich könnte es hier vorbei sein, wenn Busoli hier dieses Tor macht. Er macht es. André Busoli, ja! Lemke. Kommt er da durch? Nee. Auch kein Foul an Geller. Diallo. Jonas Erwig-Drüppel. Ja, Erwig-Drüppel! Ja, das wäre es ja jetzt gewesen. Was dieser Sieg wert ist, das erfahren wir höchstens, frühestens nächste Woche. Das Spiel ist vorbei. Die SSVG Felber schlägt den SC Wiedenbrück mit 3:1 und zieht gleich mit dem SV Lippstadt auf Platz 15, der vielleicht, aber auch nur vielleicht, durch eine Hintertür zum Klassenerhalt berechtigen könnte.